Tja, sie macht ihrem Ruf alle Ehre. Na, komm schon. Mein Gott, was ein Scheiß. Oh, Scheiße! Willst du mich umbringen? Entschuldigung. Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Hier gibt's günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Ist mein Job immer so gesprächig? Ja. Siehst du? War doch nicht so schwer. Echt nicht. Ich brauche nur einen Moment. Nummer eins. Oder auch so. Suchen wir die Scheibe. Herzlichen Dank. Du stehst dann bitte Schmiere, okay? Ja. Himmel. Ist er wie in einem Antiquitätenladen? Er war wohl sehr fleißig. Was glaubst du, dass das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger zu finanzieren. Oh, schrecklich. So viele neugierige Katzen. Apropos. Touché. Das stört dich nicht? Das sind alles indische Artefakte. Ist nicht mein Kampf. Salah und der Tiger. Vielleicht ist er näher als gedacht. Das wird niemand vermissen.
Ich leih mir das mal aus. Fraser, komm her. Vielversprechend. Verschlossen. Nicht mehr lange. Was war das für eine Karte? West Gates, Hoysala-Gebiet. Scheiße. Nein, schon gut. Nichts, was wir nicht schon wussten. Scheiße. Nadine. Ross. Eine angenehme Überraschung. Ah, ah, Vorsicht, Männer. Dieser Tiger hat Krallen. Asaf? Ach, all die Jahre. Und du bist keinen Tag älter geworden. Sehr charmant. Suchst du etwa Arbeit? Ich höre, Shoreline steht unter neuer Leitung. Ein kurzer Rückschlag. Damit werde ich schon fertig. Na klar, na klar. Aber schade. Meine Männer und ich könnten jemanden wie dich brauchen. Kleider ab. Was machst du hier? Denn das ist nicht gerade dein Spezialgebiet. Es ist eine sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Chloe Fraser. Ich sammle Antiquitäten. Eine Diebin. Du arbeitest für eine Diebin. Sir, wir haben ein Problem. Was? Ich bin gleich da. Die Scheibe. Oh, stimmt. Also... Zuerst hielt ich sie für einen gewöhnlichen Rebellen. Aber sie haben es geschafft, das Reich der Hoysala zu finden. Gar nicht schlecht. Ihr größter Schatz. Planischas Stoßzahn. Das ist kein leichter Fund. Was tust du da? Drei persische Invasionen, drei verschiedene Kriege und nach all den Jahren hat ihn keiner finden können. Wir sind dran. Seid ihr nicht. Und eure einzige Chance, die ihr habt, um seinen Aufenthaltsort zu finden, ist jemand, der euch dabei hilft, dieses Artefakt zu verstehen. Jemand mit umfassendem Wissen über die Hoysala-Gesellschaft. Ganz genau. Ein Experte für ihre Kultur und Geschichte. Mein Honorar ist angemessen. Eine Parasitin. Die unseren Kampf ausnutzt, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Das heißt also nein. Es kann nur nein. Du hast Schneid. Gefällt mir. Aber ich brauche nicht noch mehr sogenannte Experten. Erschießt sie, werft die Leichen in den Fluss. Nicht nötig. Wir werfen uns selbst raus! Ihnen nach! Sollte laufen. Oh, Scheiße! Na los! Wir müssen über den Fluss! Schnell!
Verdammt, was sollte das eben? Nicht elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man improvisieren. Wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot. Da ist ein Fluss. Ja, und wehe, dein Typ ist nicht da. Shit! Okay, Zeit zu verschwinden. Na los! Direkt hinter dir! Also, das ist gefährlich! Oh nein! Mach dich! Komm schon! Scheibe noch? Ja, weiter! Aufpassen! Oh, also echt jetzt! Habt ihr sonst nicht noch stehen? Lass mich los, du Arschloch! Jetzt reicht's aber! Was für Weicheier! Keine Zeit für Schatten, Freunde! Oh, oh! Okay! Du kommst hier nicht mit! Also 100 mal vor 5 Meter springen. Der Fluss ist direkt unter uns. Rutsch an den Lichtern runter. Und los geht's. Und wie sieht's aus? Ganz gut. Sollten wir in einer Stunde da sein. Gut. Ganeshas Stoßzahn. Kein Wunder, dass die Hauptstadt der Häuser da geplündert wurde. Schau dir das Ding an. Glück gehabt? Ich brauch kein Glück. Also etwas Glück könnten wir gut brauchen. Denkst du immer noch an Asafs sogenannten Experten? Keine Sorge. Wenn Asaf nicht schon mit dem Guts ist, dann ist er dicht hinter uns. Und er hat Transporter. Waffen. Hunderte Männer. Wie gesagt, keine Sorge. Könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht. Mal sehen. Okay. Der Dreizack. Aganeshas Waffe. Pfeil und Bogen gehörten Parashurama und die Axt war ein Geschenk von Shiva. Die große Schlacht. Was? Die Schlacht, in der Ganesha den Stoßzahn verlor. Wenn wir diese Symbole finden, finden wir ihn.